mein Gott, ey, immer dieser Weiberkram, Digga. Gut. Freddy, schaffst du dir zu klein? Direkt ein Kompliment. Jetzt. Slay Queen, sie ist also eine Prinzessin. Nein, schon wieder! Du solltest ein Kompliment machen. Ach, ich? Ja. Jetzt mach dir so schnell Kompliment. Schöner Körper. Alter. Was geht ab, Melody? Ey, pass bloß auf, Digga, mit deinem scheiß Skateboard. Mir geht's gut, geht's dir auch gut? Pass bloß auf, Digga, noch ein Eikratzer. Oh, Stefano, halt's mal jetzt ganz ehrlich, hör's mal auf. Was hast du denn dafür gewartet? Eikratzer, dann steig ich auch mal. Ich schmeiß sie auch gleich raus. Kriegt eine Umarmung von dir, wenn du aussteigst? Von wem? Oh, das ist so ein von dir, weil du sagst, du steigst dann aus. Das ist so ein friedlicher mit Joint und Skateboard. Nee, das ist ja langweilig. Natürlich. Wie so ein Frieden. Frieden sei mit euch und mit eurem Geiste und so. Oh ja. Nee, auf sowas ja, ich will ja, fahr mal weiterkommen. Oh Gott, ey, du bist ja auch gefangen in deiner Blase. Ja, in meiner Esoterikblase und ich fühle mich da drin sehr wohl tatsächlich. Ganz ehrlich, würde ich auch so machen. Ich würde dich auch rausholen, wenn ich die Zeit hätte, wirklich. Das geht nicht, du arme Seele. Warum bist du eigentlich komplett in Orange? warum nicht? Willst du ein bisschen deine Esoterikblase in unser Auto transportieren? Kannst du ja mitkommen. Oh nee. Auf gar keinen Fall. Auf gar komm, steig ein. Nein, auf das gar ist eine super Idee. Ja. Oh nein. Wir müssen unseren Horizont ein bisschen erweitern, was, Leute. Ja, was ist der Horizont, Digga? Komm, bring die Esoterik hier rein. Oh, gar keinen Bock auf den, ey. Wir rauchen hier nicht. Ja, es ist okay. Was? Oh. Wunderbar. Hallöchen, ich bin Eddie. Hi, komm ein bisschen in unser Ohr. Na? Lass mal Plätze tauschen. Nee. Warum? Was, bist du Eddie? Ich bin Eddie, genau. Wie, hallo. Wie Techno oder wie? Wie was? Nee, der wurde glaube ich mit Y geschrieben, ne? Ne, mit Y. Und so gut Breakdancen mit EA, dann bin ich da tatsächlich. Hm. Aber ich kann nicht so gut Breakdancen, oder? Ich habe es verlernt, ich weiß es nicht. Boah, Melody, ich habe keinen Bock auf den, lass mal rausgehen jetzt hier, ey. Warum bist du denn so unangenehm heute? Ja, warum bist du immer so? Oh Gott, ey, das ist richtig schlimm heute. Diese Scheiße geht mir so auf den Sack, wirklich. Diese, hast du schon mal mit toll. Yoga probiert? Was? Ich schwöre, Alter, alles ist toll, der alles ist schön. Hast du vielleicht einen Ort, Eddie, wo wir ein bisschen Yoga machen können zusammen eben? Boah, jetzt, ich weiß nicht, ob die nicht mein Ski durcheinander bringen, die beiden, das sag ich dir ganz ehrlich. Wollen wir es mal probieren? Ja, das können wir versuchen. Aber was die Frage ist, hier unten in dem Drecksloch ist es eher hässlich. Warte, lass mich zum Richtung Pier fahren. Wir machen jetzt eine Yoga-Session, Eddie. Ja, perfekt. Geh mal weg, Alter. Nee, nee, ja, also findet mal eure Mitte, Freunde. So Scheiße, hab ich jetzt keine Zeit. Wir finden jetzt die Mitte. Sehe ich da aus wie jemand mit Gleichgewichtsstörung? Ich wüsste, sind wir jetzt Avatar geworden, dass wir jetzt irgendwelche Kies aktivieren. Wenn ich kein Wasser bändigen kann nach der Session, dann kriegst du so eine aufs Maul. Das kannst du mir glauben. Ach, Anforderungen auch noch stellen. Das liegt alles an dir. Ich möchte auch Feuer bändigen. Ja, du musst deine innere Mitte finden und dann kannst du Berge versetzen mit deinem Glauben. Also Erdbändigen. Also gut, dann bin ich mal gespannt, mein Bester. Ich will auch Feuerbändigen. Ich sag's dir, wenn ich nichts bändigen kann, dann bändige ich dein Gesicht. Wow, es gibt aber keine Garantie darauf. Das nennt man dann Blutbändigen. Das geht nur mit Vollmond, Junge. Ja. Du hast keine Ahnung, Alter. Ja, wenn Wasserbändiger ist. Ja, aber nur wenn Vollmond ist. Ja, aber es gibt auch Leute, die können es ohne Vollmond. Nein, geht's nicht. Hast du nicht die Legende von Korra geguckt? Ja, das ist ein großer Schrotthaufen, was das ist. Alter! Also, Legende von Korra, Junge, was ist das denn, Alter? Du bist falsch, du musst oben langfahren. Legende von Korra? Oh mein Gott. Wer ist denn Korra? Ja, das ist irgendeine Avatar. Okay. Ja. Aber größter Schrott. Der Avatar nach Aang. Ja. Was für ein Avatar? Ja. Ach, ihr meint die Blauen, ne? Ja, die habe ich nicht verfolgt. Da bin ich leider raus. Was hast du nicht verfolgt? Nicht die Blauen. Aber da. Mit Zeichentrick. Ach, der mit dem Pfeil oben, Bob. Ja, der mit dem Pfeil. Ja, auch den habe ich nicht verfolgt. Alter, du hast echt. Ja, ich bin okay, wir fuck, aber das macht nicht nichts. Mehr. Das ist kein Problem, ich kann damit um. Ich bin komplett ausgeglichen. Vorsicht, Tür. Was ist mit meinem Mantel? Wo kann ich den denn hinlegen? In den Kofferraum. Ach, nee. Okay, Eddie, zeig uns mal, wie wir gleich die Mitte finden. Ja, die Frage ist, sollen wir uns da hinten auf das Fass stellen? Oder auf den, was auch immer das ist? Ja. Weil wir müssen uns ein bisschen erheben, also allein schon von der Position her, damit wir den Überblick haben. Blickst du gerne auf Leute herab? Ist das das, was du gerne tust? Nee, aber wenn du deinen Geist erhebst, musst du auch zwangsweise deinen Körper erheben, sonst funktioniert das nicht. Aber der Mann. Keine Ahnung, ey, ich sag dir, ich stimme dir, ne? zu, Eddie.
Das freut mich. Das ist ein bisschen schwerer, den Körper anzuheben, je nachdem auch, wie viel man wiegt. Aber ich finde, dass es dann immer, dass es dann noch mehr Stärke verlangt. Er sagt, ich muss bestimmt gleich Glasreiniger trinken oder so. Ja, das sollte für dich zum Beispiel gar kein Problem darstellen. Damit ich wieder irgendwie vom Husten befreit werde. Das sind voll die Weirdos. Ja, ja, und auch diese ganze Zeit, die sind alle voll nett miteinander, Leute, dies und das. Ja, ja, das ist wirklich so. Das kriegt mir voll auf den Sack, Alter. Hey Leute, wisst ihr, was richtige Powerkraft-Training-Sessions wäre, wenn wir das Ding jetzt ziehen? Das machen wir jetzt! Kein Scheiß-Yoga, Krafttraining! Wer schafft das, dieses Ding am weitesten zu ziehen? Wer schafft es überhaupt, hier hochzukommen? Ich fang an, Junge. Ach. Oh, Scheiße. Okay, gut. So, Freunde der Nacht. Mhm. Welches Tier strahlt die absolute Ruhe aus? Richtig, der Seestern. Wir versuchen es mal mit dem Seestern. Mhm. Sieht ungefähr so aus. Wichtig ist dabei, ihr müsst Spannung in Wade und Oberschenkel halten. Ja. Sehr gut, Melody. Sehr gut. Ja. Alter. Ach. Nein, ich fahre nur den Seestern. Fahr doch hier verfickt noch mal runter jetzt. Den Seestern, nicht den Kaktus. Oh. Und spürt ihr es schon? Ja, ich spüre es. Joni, spürst du es auch? Nur Scheiße spüre ich und eine Handkante in meinem Rücken. Das ist aber eine warme Handkante, die ist sehr angenehm, du musst es zulassen. Sieht lächerlich aus von hier unten. Stefano, du machst mit, versuchst du, ungelenkiges Stück Scheiße, komm jetzt hoch. Yeah. Das passt. Er ist nur traurig, weil er den Seestern nicht beherrscht, ja, das ist aber völlig in Ordnung. Was? Ey, sonst bin ich immer traurig, wenn Leute den beherrschen. Verstehe ich nicht. Nee, ist mir auch gerade fremd, was du mir damit mitteilen möchtest. Schaffst du es oder brauchst du Hilfe? Ich brauch keine Hilfe, ich kann doch hochklettern. Stefano, komm jetzt! Stefano, ganz ehrlich, du hast so viele Baustellen, ne? Das sehe ich gerade erst jetzt. Also der Joni findet gerade seine Mitte. Scheiße, ich habe die ganze Zeit gehabt, man. Yin und Yang sind im Gleichgewicht. Also du machst wirklich einen unausgesprochenen, unausgeglichenen Eindruck. Stefano, du kannst nicht immer jedes scheiß Objekt beleidigen, nur weil du versagst. Es wäre aber Zeit, wirklich die Verantwortung über seine Handeln zu übernehmen. Mach einfach. Ich mach gar nichts, solange du hier nicht hochkommst. Du. Aber so, jetzt und jetzt ganz vorsichtig. Und jetzt hoch hier, komm. Und zack. Ah. Und zack. Ja, das war doch nicht schlecht. Stefano, sag mal. Und zack. Stefano, du musst dich festhalten. Halt dein Maul. Halt mal, bist du doof? Guck mal, Stefano. Ja, so hier. Warte, jetzt ist auch platt. So, ich hab morgen so scheiß Muskelkater an den verfickten Oberschenkeln haben. Stefano, ja, aber darauf kommt es an. Wir können ohne dich nicht weitermachen. Wir müssen in dem Seestern verharren, bis du hier oben bist. Ah, Gott, danke. Ja, guck mal. Ja, aber Platz sehr schön. So, und jetzt atmen wir gleich alle mal tief durch die Nase. Ein. Wir fahren aber das, ne? Seestern. Los. Ja, perfekt. So, Alter, und jetzt durch die Nase einatmen. Luft anhalten. Anhalten. Und ausatmen. Ist das nicht entspannend, Freunde? Wahnsinn. So, wir verlassen den Seestern. Der Seestern, so, welche Zahl erinnert euch an eine Flamingo? Die 4. So sieht's aus. Wir machen den Flamingo. Nee, Quatsch. Das war die 5. So. Mach den Flamingo, Freunde. Ja. Also ich kann so nicht arbeiten. Ja. Ich habe Angst, dass ich von dem Ding hier runterfalle. Du musst auf dich selbst vertrauen, auf deine innere Mitte, auf dein Gleichgewicht. Okay. Okay. Alles klar. So, Gleichgewicht halten. Ja, das sieht auch. Das kann man auch akzeptieren. Wir fahren hoch. Guck mal, Freunde. So, einatmen. Anhalten.
gesagt, anhalten. Und ausatmen. Und jetzt sagt mir einer mal das, was nicht entspannend und nicht befreiend ist. Ich habe Angst, dass ich runterfalle und mir meinen Schädel einschlag. Ja, du fällst doch weich auf Sand, wenn du es halbwegs geschickt anstellst. Ja. Oder hier vorne auf die Metallstange. Für Asche fallen, sehr schön. Und schön den Gott durchstrecken. Den was? Den Gott. Hab ich heute Stefano gelernt. Wunderschön, Freunde. Ich bin sehr stolz auf euch. Wichtig ist, man darf es bei der ersten Session auch nicht übertreiben. Ich will jetzt die Erlösung oder was weiß ich, was man von diesem Scheiß-Yoga-Ding bekommt. Also den Weg, den du gehst, das ist ein langer und du hast gerade erstmal den ersten Schritt gemacht. Was? Hey, aber selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Oh ja, nein, der Weg ist auch das ist so Ziel. Eine Scheiße. Und du willst bestimmt immer dann sagen, hey, für diesen Schritt muss ich dir extra Geld abknüpfen, damit wir weitermachen können. Und dann ist kannst du mein Geschäftsmodell bitte nicht direkt aufdecken? Dankeschön. Muss ich erstmal noch ein bisschen einlullen, bis wir dazu kommen. Was zum Fick, das ist so krank. Oh, ich bekomme nur so einen Muskelkater, wirklich. Muss man nicht vorher stretchen? Nee, Yoga ist Alter, Junge, komm, wer ist runtergefallen? Nein, nicht stretchen. Ich auch. Ihr macht einen sehr guten Eindruck, Robin. Ich bin ausgeglichen. Siehst du, Melody, hast du das schon mal erlebt, dass du jemals so ausgeglichen warst? Ich glaube nicht, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich hier runterkomme. Ist das schon, sind wir fertig? Ja, Stefano, kannst du mich auf Huckepack nehmen? Ich springe einfach. Hup. Also selbst wenn ihr fallt. Also wenn ihr nicht nach vorne fallt, fallt ihr auf jeden Fall sanft in den Sand. Deswegen entweder links, rechts oder nach hinten fallen. Ach. Danke, mein Bester. Das war ganz schön knapp mit deinem Gürt an der Metallstange. Das ist ja ganz schön. Jetzt trage ich dich auch. So, mal, was macht ihr so als Hobby? Jetzt kennt ihr mein Hobby. Ich habe keine Hobbys, ich habe nur Verpflichtungen. Erfolgreiche Menschen haben keine Zeit für Hobbys. Aber Verpflichtungen klingen sehr stressig tatsächlich. Alter, das ist kein Scheißblas. Du hast nur Glück, dass du Leute irgendwie auf deine Seite ziehen kannst mit diesem... Bist du eigentlich? Kennt ihr euch? Mit diesem komischen Gewusel an Dingen, die du da irgendwie jemandem anbietest. Aber wo kennst du den denn, Melody? Wir kennen uns voll. Jetzt bin ich gespannt. Wow, hast du es vergessen? Ich hab gedacht, nur Männer brechen mir mein Herz. Nein, du bist vom anderen Ufer. Ja, das gut, ist, aber das lässt sich ja daraus schließen, was er gerade gesagt hat. Ich hab dich sogar so eingespeichert. Ja, aber wo habt ihr euch kennengelernt? Von der anderen Seite. Beginnen, von der anderen Seite. Ja, das ist schon echt lang her. Du bist ein Stadtpark-Fuzzi? Oh, das ist ich bin gelaufen und bin fast krepiert. Ja, du bist einfach... Ja. Ganz ehrlich, Digga, von so einem Typen lass ich mich doch nicht hier lernen, Alter. Was ist denn hier los? Ich will dich nicht belehren, ich will dich nur auf den rechten Weg weisen. Den Schritt musst du selber gehen. Du bist doch auf dem falschen Weg, du Arschgesicht. Das weißt du doch gar nicht. Du bist den Weg da noch gar nicht gegangen. Arschgesicht. Ich hab Bock, den zu verprügeln, ey. Nein, das lässt du jetzt. Mein Gott, Alter. Melody mit diesen scheiß Unvisiven und alle. Lass mal jetzt hier. So. Krieg Milch einen Schuss. So schlimm. Mein Gott. Tja. Gut. Okay, Leute, es geht los. Was denn? Wir fahren. Ja, wohin? Wo wollt ihr hin? Oh, wir sind durch. Ein schöner Abend. Weiß ich nicht. Weißt du nicht, was du willst? Also, wir haben, glaube ich, jetzt alles gemacht, was ich heute erledigen wollte. Okay. Alter, guck mal. Du bist auf falsche Spur gefahren, ey. Ja, es war aus Versehen. Dummheit schützt nicht vor Strafe. Ach, Stefano, sag mal, letztens wolltest du noch an meinen Gött und mir einen Minztee machen und so. Da hast du meinen Apfel geleckt und hast gesagt, ich mach dir ein Apfel-Minzding und jetzt auf einmal bist du so. Was ist denn los? Kurze Frage, hat das geklappt mit dem Minztee? Wie?
Ja, ist das ein idiotensicherer, wie soll ich sagen, Eisbrecher? Weil da würde ich mir das aufschreiben. Ich leck mich an deinen Apfel. Nein, bei mir stagniert das nämlich momentan ein bisschen, deswegen suche ich nach neuen Mitteln und Wegen. Mein Gott. Der Todesangst. Deswegen suche ich nach neuen Mitteln und Wegen. Und wenn ich jemandem ein Minztee anbiete und dementsprechend an seinen Gött komme, dann würde ich mir das aufschreiben. Das ist, erste Frage, wenn sie nochmal. Also, kommt drauf an, bei wem du das machen willst. Wie fühle also, ich das wenn raus? Wenn du an mein Gott willst, dann kriegst du einen Faust. Magst du kein Minztee? Doch. Aber das heißt ja nicht, dass ich dir meinen Arsch gebe. Warum? Wie, warum? Was ist das für eine dumme Frage? Können wir bitte mal zum Stadtpark fahren? Oh, du willst zum Stadtpark? Ja, ich glaube schon. Ich weiß, wie mein Auto steht. Kann das sein, dass ihr nie wisst, wo eure Autos stehen? Aber da steht ja doch. Wo ist eigentlich mein Auto? Der ist voll schön, der fällt mein richtig Auto auf. Okay, letztens. Leute, diese Yoga-Kacke feiere ich nicht. Das mache ich nie wieder. Nicht. Bis dann. Joni, mach's so gut, mein Bester. Warte mal, wollt ihr noch Yoga machen oder nicht? Oh, warte, Joni! Können wir einmal Arm drücken, bitte, bitte, bitte. Bitte. Park einfach ein. Werde ich in Mitte des GTA-RPs? Scheiße, gebe ich mir auch nicht, ey. Ganz ehrlich. Auf den Taubenkampf. Kennst du noch nicht den Tauben? Ja. Okay. Joni! Joni, bitte! Joni! Ach, Mann! Mach mal jetzt hier. Was bist du denn für ein scheiß Arschgesicht? Du musst zeigen... Zeig dir jetzt, wer der Woche... Okay. Let's go. Was muss ich nochmal drücken? Was muss ich nochmal drücken? E? Was wird das? Digga, du kannst dich gegen die verlieren. Jetzt zeig deine Kraft, Digga! Jetzt sag, was du drauf hast! Du kannst doch nicht gegen Melody verlieren! Los! Los, Melody, du schaffst das! Du bist ein Star, Junge! Du bist ein Star! Du schaffst es, mein Freund! Los, los, los! Denk daran! Denk an deinen Roboter-Tagen, Digga! Let's go! Noch ein Stück, ist nicht mehr viel! Ist nicht mehr viel! Du musst die Konter einleiten, Melody, es wäre jetzt an der Zeit. Ganz wenig noch, jetzt musst du... Noch ein Stück! Und das Stück! Ja! Mann! Siehst du, Melody, was passiert? Nö! Der zweite Kampf, der zweite Sieg in Folge. Was? Nicht gegenüber dir, mit jedem. Also, beziehungsweise allgemein bei mir. Meine Statistik, meine KD liegt bei 2-0, Melody. Ja, meine auch! Oh. Ja, ja, ist klar. Oh. Jetzt bei 2-1. Also verlierst du mal, Digga. Ich wollte es dir ersparen, aber du musstest ja unbedingt, unbedingt. Gut, dann schmeckt die Niederlage. Mir ist halt warm. Ach so, ja, ach, jetzt mir ist genau, halt warm. Natürlich. Er hat einen Pelzmantel an. Hi, mein Name ist Jonathan und ich gewinne immer am Armdrücken. Ey. Hi Jonathan, ey. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Sie sagt. Ich kenne dich doch. Sie sagt dir. Krieg ich meine 2000 Dollar wieder? Warum? Welche 2000 Dollar? Ich hab dir ein Hemd gekauft, weißt du noch? Für 2000 Dollar? Dieses Interview, weißt du noch?
Ich kann das Geld schnell holen, das ist bei mir im Auto. Und dann das brauchst du mir nicht geben. Alles gut. Echt nicht? Nein, war ja ein Geschenk. Ach so, ich wollte gerade wegrennen. Nein. Du siehst gut aus. Dankeschön. Du auch? Das Licht steht dir sehr, also das betont deine Konturen, das mag ich. Oh, okay. Ja? Und willst du nicht mal ein T-Shirt tragen oder ist das heutzutage so angesagt? Willst du denn, dass ich ein T-Shirt trage? Nö, kann's auch so bleiben. Wirklich? Ja. Wie war eigentlich dein Promi-Boxen, wo du mich nicht abgeholt hast? Ja, komm, was machst du heute Abend? Bei mir oder bei dir? Ein Freund kommt. Echt? Ja. Okay, dann bei mir oder bei dir? Was? Na schön. Ich wohne nur im Benner-Hotel. Ich wollte nur gerade den Macker raushängen. Alles gut. Benner-Hotel, da lass ich mich nicht kriegen. So, ich, hast du ein Haus oder so? Ja, so in der Art. In den Weinholz? Ja, so in der Art, in der Nähe. Also in der reicheren Gegend. Weinholz ist ja nicht top. Ach so, es gibt noch bessere Gegner. Aha, kannst du mir ja irgendwann mal zeigen. Wenn du möchtest, kann ich das gern mal machen. Ja. Klar, gerne. Naja, und jetzt geh, komm. Was? Du kannst jetzt bitte wieder gehen. Warum? Weil ich gerade kein Interesse mehr an einem Gespräch habe. Ich bin durch. So. Okay. Meine tägliche Dosis an Scheiß-Smalltalk habe ich gerade mir abholen können. In den letzten paar Sekunden. Oh, jetzt geh wieder zu deiner hübscheren Freundin und lass mich hier stehen. Okay. Aber dann möchte ich wieder meine 2000 Dollar haben. Das wär's ja nicht. Ich kann dir gerne die Gegend mal zeigen. Die ist wunderhübsch. Vor allem kannst du halt von innen nach draußen schauen, aber die Spiegeln sind so verdunkelt, dass von draußen halt nichts reinschaltet oder du da irgendwie jetzt irgendwas sehen kannst. Ne, da brauchst du auch keine extra Jalousien oder so. Das ist super. Ne? Klimaanlage auch. 7 Zimmer, ne? 2 Bäder natürlich, 1 für Gäste. Oh, und, hast du auch einen Pool? Habe ich auch. Und eine Sauna? Auch eine Sauna, alles. Also wenn du mal vorbeikommen willst, um ein bisschen zu saunen, dann klar. Zu saunen? Mhm, ja. Aber nicht zu lang, ne, sonst wirst du halt sauer. Oh Gott. Okay. Jetzt, Ja. Da gehe ich mal zu deinem hübscheren Freund daneben. Ja. Leid, ich mag Katzen, ich liebe Katzen, über alles. Natürlich. Hast du... Jordi? Ja? Gib mal deine Nummer. Ich kann das nicht. Du hättest doch danach fragen können. Du musst nicht so einen Ton hier anlegen. Nein. Das war Befehlston, war das. Moment mal ganz kurz. Also da bin ich auch kein Fan von Befehlston und so. Das mag ich auch nicht. Also, kann ich auch nett fragen, ne? 10.000. Geht auch einfach anders. Ich komm sofort. Jody, dürfte ich deine Nummer haben? Ich finde dich echt nett und möchte gerne mehr mit dir Zeit verbringen. Das war jetzt nett, Jody. Ja, das war jetzt wirklich nett. Aber man kann trotzdem nett Nein sagen, ne? Das ist immer nur eine Option. Wieso, wir verstehen uns doch. Ich sag nur. Ist das dumm? Das ist so... Ja, okay, komm. Ey, diese random Startfrage sind so dumm. Jederzeit mich anschreiben, wenn du bereit bist. Okay. Also guter, zwei Minuten. Guter Tipp für den Anfang, in ein Kleidungsgeschäft laufen und sich für 2000 Dollar etwas bezahlen lassen. Okay, danke für den Tipp. Ja, schreib's auf, Jody. Der ging an Stefano. 555? Ja. Ah, bist du Stefano? Ja. Nochmal, ich hab's nicht gehört. 7-4. Lizzie. 7-4? 7-0? Und 1-7. Nochmal. 7-0-1-7, Jody. Ist dir nicht schwer, oder? Vielleicht habe ich so falsch eingespeichert. Die kennt ihr auch. 7-4. 7-0-1-7, das sind 6 Nummern. 6 Nummern, meine ich. Sehr schön. Hab ich. Ja, habt ihr's? Lizzie, was geht? Und wie viel bei dir? Du hast mir dich noch gar nicht gemeldet. Ich wollte doch.
Aber ja, wie du siehst, habe ich gerade viel zu tun. Ja, ich merke schon. Ach, wollte er deine Nummer auch? Und dann hat er sich nicht gemeldet, oder was? Nein, das ist eine ganz andere Sache. Nein. Wir haben da so ein paar Pläne gemacht und ja, so weiter. Ja, das ist weißt du. Ja, ja, ja. Also meine hat er auch und sich gemeldet, aber nicht. Ja, hä? Wir sind doch gerade unterwegs, wie? Ich habe mich nicht gemeldet. Ja, durch Zufall habe ich dich angesprochen. Dann merkt man, dass du wieder lügst. Nein, ich hatte jetzt so durch Zufall angesprochen. Ich bin dein Manager, das weißt du, ne? Ja, ich habe dir gerade eine TV-Show organisiert. Manager? Manager. Okay. Ich mache Reality macht TV, so? Deswegen. Oh, okay. Ja, da ist die Only Monster Staffel 2, da bin ich ins Finale cool. gekommen. Oh, cool. Oh, cool. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe ein Haus in, da bei den oben. Okay. Da oben? Mhm. Da ja, das wollte ich mal zeigen. Ja, könnte ich mal machen, wenn ihr möchtet. Ich weiß noch nicht. Ja, wahrscheinlich. Johnny, kann ich mal zeigen? Johnny, ich habe gerade super viel Zeit. Also, du könntest mir mal dein Haus zeigen. Johnny, ich habe eine Frage. Ja? Kommst du mal kurz? Ja, ich bin gleich wieder da. Nicht wegrennen, gleich wieder da. Scheiß auf die jetzt. Du wirst das was Besseres verdienen, Junge. Du bist ein Star. Guck dir den mal an. Scheiß auf die. Kannst du. Warte mal, kannst du sein, dass du die beiden für dich behalten willst? Nein, Junge. Vielleicht. Erzähl mal zu, kannst du Schach? Ja. Okay, Melody will nämlich Schach spielen. Und wenn ich gewinne, kriege ich 10.000. Kannst du für mich spielen? Das musst du ja nicht wissen. Oh, privat gespielt. Weißt du, was ich meine? Durch dich daneben und so. Ja. Okay. Mit Regel um 1. Komm. Ich glaube, der Typ ist aus dem falschen Rockstar-Game. Ja, dann machen wir Hälfte, lass ihn mal abziehen. Wie, was machen wir? Machst du das jetzt? Ja, ja, eben schnell. Ach so. Warte. Ja, wie wollen wir das machen? Melody, bist du bereit? Okay, komm zum Schachfeld. Ja, aber wie soll ich das immer schreiben? Per SMS oder was? Nein, du bewegst. Guck mal, ich hier. Ja, sowas in der Art halt, ne? Wenn das beschriftet ist, kann ich dir die zum Beispiel die Buchstaben und die Zahlen durchgeben. Zum Beispiel D2 auf A4 ja, oder du so. Kannst ja vielleicht, ne? D2 auf A4 und dann musst du das auf das Handy schauen manchmal. Okay, komm. D2 auf A4, okay. Okay, komm. Ansonsten, ich melde mich nur kurz ab. Gut, Ich kann euch, ich zeige euch das Haus gleich. Ich muss noch, also später ein bisschen, wenn ihr möchtet. Lizzie, du kannst ja dann nochmal durchcallen. Ja. Jordi, ich melde mich bei dir. Wir müssen nur kurz noch was erledigen. Hat mich gefreut. Okay. Okay, aber dann. Bis warte bis mal, ich kann mich gar nicht. Jordi, meld durch bei mir, wenn du dich bereit fühlst. Lizzie, du auch. Okay. Ansonsten, beweg du die Steine. Ey, mach du einfach die Steine. Oh, scheiße. Nee, das geht ja nicht, das sieht sie ja. Nee, ist so sehr... Wir Schach? Natürlich, da ist doch nur Zuschauer. Kannst du überhaupt etwas? Gar nicht. Wirklich? Komm. Ja! Wir teilen uns das Geld. Also, wie funktioniert jetzt nochmal dieses Mühle? Mühle ist einfach der. Oh, egal. Gut, ey, guck mal. Meinst du? Sie ist so sehr konzentriert, dass sie das nicht mal merkt. Glaub mir. Beweg du einfach die Steine. Okay? Okay, bist du ready? Du gehst auf deine Seite. Jonathan, möchtest du nicht in die Mitte gehen? Ja? Okay. Ja, der kann. Ja, bleib du in der Mitte, also. Okay. Okay. Melody, du bist auf deiner Seite. Okay. Warte mal, fehlt dir nicht ein Stein? Nein. Okay. Melody, bist du ready? Ja, Stefano. $10.000, ja? Die Farbe fängt denn an, Stefano? Weiß. Bist du dumm? Okay, dann fangen wir an. Let's go. Ich weiß es nicht. Warte. Alright.
Hast du angefangen? Ja. Okay. Ja, damit er das versteht vom Läufer. Ich überleg kurz. Ja? Das ist der Turm rechts vom Pferd links. Und baust. Mann, die haben keine Zahlen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nee, das geht schon. Sehr schön, Melody. Genau das habe ich natürlich auch gedacht. Ja. Dass du das machst. Okay. Deswegen. Das war ein Plan von mir. Weißt du, was ich meine? Läufer von links schräg einfällt, nach oben links. Das ist der neben dem Pferd. Ja, was machst du jetzt? Sehr gut, da haben wir das Zuschauer. Wird ja spannender. Okay. Ja, das war schlau von dir, Melody. Warte mal, ich muss überlegen. Ja. Jonathan, willst du da vorne vielleicht einen Tipp geben? Nein, Herr. Nee, das soll er alleine machen. Okay. Das dauert echt lang, Stefan, und du denkst wirklich lange nach. Vielleicht sollten wir einen halt mal den Maul, Zeit Mann. Reinmachen. Das Turm am K. Der ganz außen. Der sieht doch so aus. Nein! Ein Feld! Du Idiot! Warum das verschiebst war... du die... Ich hab aus Versehen rund, weißt du? Nein, man verschiebt nicht. Das war... Das nein, war... Ich nein, hab... nein! Ich wollte nicht so Stefan, viel! Stefan, man verschiebt nicht! Ah, sag doch, hab ich doch. Egal. Hab was anderes. Bauer vor König ein Feld nach vorn. Danach. Ist nicht der Beste in Schach, aber... Okay. Oh, ich Idiot. Jetzt kann sie... eine Dame schlagen. Was? Okay. Sehr gut. Jetzt. Oh,
Und jetzt lacht sie aus. Weil der. Ah, ah Junge, du bist so dumm, Alter. Ich hab dich schon verarscht. Ich hab deinen Läufer, Digga. Alter, du bist so schlecht, Digga. Ja, du hast recht. Richtig schlecht. Pferd links. Und Eddie, geht's dir gut? Pferd links. Mir geht's ganz wunderbar. Kannst du auch Schach? Und ein. Frag mich nur, warum du so ein Spiel spielst, wo es darum geht, dass der Mann geschlagen wird. Ich mag es, wenn die Männer geschlagen werden. Ja, aber die Dame ist wertlos in dem Fall. Das wundert mich so ein bisschen. Also da ist es halt nicht schlimm, wenn die geschlagen wird. Aber wenn der Mann geschlagen wird, dann ist auf einmal das Spiel vorbei. Das weiß ich nicht. Unterstütze sowas nicht. Was labert der? Lass euch das sagen, Eddie. Ja, weiß ich nicht. Ist deine Sache. Was für ein Ding? Was für ein Frau, Mann? Hast du? Ja, ja. Musst mal aufpassen, Melody, ganz ehrlich. Ah, ja, du hast das Pferd umgesetzt. Dann gehört es auch wie ein Pferd, Digga. Danke. Also Melody, wenn du wirklich das ist auch hier, komm, spiel. Ja. Tom. Oh. Johnny, was ist los? Alles gut, Jonathan? Ja. Nee, 3. Welcher? Du kannst nur einen bewegen. Den rechten. Du kannst den Turm nicht davor holen. Aber ich will. Aber, ja, Mann. Warum holst du den? Warte mal. Egal. Gesetzt. Du kannst den Turm doch nicht davor holen. Gesetz ist Gesetz. Komm, let's go. Nein. Ich kann nicht mehr. Warte mal kurz, das stimmt. Vielleicht solltest du weniger am Handy sein. Meine Mutter schreibt gerade, deswegen. Achso. Ach dann nur einen Rotring. Kannst alles du kurz gut. Pause machen? Nee. Ach so. Du kannst ja Jonathan übernehmen lassen. Den linken. Ach, warum sollte ich? Ich gewinne die 10.000. Ich kann kein Mühle. Achso. Sorry. Jetzt mach Stefano! Tick-Tack, Tick-Tack. Doch. Also. Was macht denn der Bauer da? Wieso? Wieso steht denn der Bauer da, der vor dem Turm? Der stand da die ganze Zeit. Echt? Ja. Wieso? Ach so, nee, ich versuche das gerade spielen zu verstehen und. Ach so. Oh.
Nächster Schach. Hm. Oh. Den Pferd nehmen. Sorry. Du Grunze. Ich bin eine Sekunde gleich wieder da. Wohin? Oder? Irgendwie. Wieso bin ich in diesem Menü? Wie kann ich das Menü ablegen? Was ist denn da los? Escape? Nee. Nee, da steht, Escape geht aber nicht.